Ja, und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind zurück. Wir haben das letzte Mal den Wüstentempel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er so hieß. Hieß er Donnertempel? Wüstentempel? Sandtempel? Er könnte viele Namen gehabt haben. Nur einer ist richtig, ich weiß ihn aber nicht mehr. Aber guckt euch das jetzt an. Ich bin richtig VIP geworden. Wir haben jetzt so eine richtige Bodyguard-Meute, die uns hinterherläuft. Ein bisschen doof verteilt. Die kleinen links, die großen rechts. Ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Aber gut. Die Sache ist, also es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ne? Dass ich gespielt bzw. gestreamt hatte. Wir gehen vielleicht nochmal in der Stadt rum, gucken uns so ein bisschen noch um, nachdem wir so die Stadt jetzt mal befreit haben. Die ganze Sandgeschichte, dass hier niemand draußen war, ist jetzt auch vorbei. Guck, hier stehen jetzt überall Leute rum. Massagen kühlen ab. Echt? Du lügst uns auch nicht an, oder? Du musst der Wui sein, von dem alle reden. Ist mal was Neues, einen Mann hier zu sehen. Wenn du schon hier bist, musst du dir einfach das Hauptpflegeprogramm im Hotel Oase gönnen. Die Sandpapiermassagen der Besitzerin Aroa ist einfach unglaublich. Sandpapiermassage? Also im Handwerk nennt man das auch Schmirkelpapier. Da ist aber nicht viel von meiner Haut übrig auf dem Rücken dann. Zuerst bin ich nur als Kundin hergekommen, aber dann konnte ich gar nicht genug kriegen. Also bin ich hier und arbeite kostenlos. Also arbeite ich jetzt hier als Assistentin. Das günstigere Hautpflegeprogramm von Ola, ihrer Schülerin, ist auch nicht zu verachten. Da ist allerdings das Ergebnis nicht garantiert, aber dafür ist es ja auch günstiger. So. Hautpflege gefällig? Die hat schon gar keinen Namen mehr. Ziegenbutter. Kann ich das einfach jetzt? Na, wenn sie drauf insistieren, dann nehme ich das natürlich kostenlos mit. Ich war hier, kaum dass der Sandsturm aufgehört hatte. Aber das Pflegeprogramm von Aroa ist schon wieder ausgebucht. Ich will mir doch nur etwas Gutes tun. Ausgrabungen sind anstrengend und mein Urlaub ist fast wieder vorbei. In Ordnung, alles gut. Jetzt ganz sachte. Das Gesicht entspannen, dann gibt es keine Fältchen. Und um die müsste ich mir keine Sorgen machen, wenn ich mir endlich das Hautpflegeprogramm gönnen könnte. Vielleicht sollte ich es mit dem Pflegeprogramm ihrer Schülerin Ola versuchen. Aber soweit ich verstanden habe, könnte das der Schuss auch nach hinten losgehen. Moment mal, bietet sie ihr Pflegeprogramm Männern überhaupt an? Warum bist du ein Mann? Warum hast du diese Gedanken überhaupt? Was für eine weltoffene Frau. Okay. Komische Kundin. Was ein Ärger. Am Ende habe ich sie einfach fortgeschickt, mit der Freya am Osttor zu sprechen. Fragt mich ja, ob sie es hingeschafft hat. Oh, was sag? Willkommen im Sandtropfenverleih. Das kann nur eine Angewohnheit aus meinen Tagen als Helferin sein. Ich muss aufhören, immer nur ans Putzen zu denken. Schließlich führe ich nun den Verleih selbst. Los, Ektis, streng dich an. Das muss klappen. Unsere Sandrobben sind keine Wildtiere. Ganz im Gegenteil, sie sind zutraulich und folgsam. Mehr noch, sie sind ideale Zugtiere, etwa für Lastenschlitten. Ach so, das wird gar keine Aufzählung. Nur etwa für Lastenschritten. Perfekt geeignet für größere Transporte. Ohne Schlitten kostet das Ausleihen 20 Rubine, mit Schlitten 50. Na, Interesse? Kein Bedarf. Ich hoffe immer noch den
wie sage ich es am besten, Wind Waker oder noch besser zutreffender ist es bei Ocarina of Time oder Majora's Mask, den Stadtmoment zu haben. Vor allem bei Majora's Mask, wo es viel zu entdecken gab, ne? Aber da hat sich ja auch das ganze Spiel mehr oder weniger um die Stadt gedreht gehabt. Und das hoffe ich ja in jedem weiteren Zelda, dass ich so finde, dann auch wieder mitzunehmen, dass es hier irgendwo super Verstecke gibt, optionale Quests, die dann irgendwie nochmal Bereiche der Stadt zeigen, wo man dachte, Moment mal, dass da überhaupt was ist, krass. Sava. Das hier ist das Wertegemach der ruhmvollen Hofroppe unserer verehrten Königin, der ehrwürdigen Patricia. Die ehrwürdige Patricia ist weit und breit für ihre hochgeschätzten Weissagungen bekannt. Wenn du ein Stück Obst in ihrem wohlriechenden Dunstkreis ablegst, beehrt sie dich mit einer Weissagung. Aber wenn du ihr eine Wasserfrucht darbringst, sagt sie statt eines Orakelspruchs nur seltsame Zahlen auf. Gewiss haben diese Zahlen eine tiefe Bedeutung, die nur uns Unwürdigen verborgen bleiben muss. What? Warte, darf ich hier nicht... Ja, aber nehme ich doch sicher mit. So. Wasserfrucht. Auf dem Boden. Komm, das ist in ihren Dunstkreis, oder? Oh. Koordinaten. Minus 3800, minus 2900 und 33. Also sagen wir mal minus 4000, minus 3000. Sehe ich die Koordinaten irgendwo? Ach, guck mal, hier sehe ich, wo ich bin. Ja, okay. Unten rechts die Koordinaten, das trifft ja eigentlich schon so ziemlich zu. Meint die damit den Schrein vielleicht? Ne, 33. Das muss ja noch niedriger sein. Gehen wir mal ein paar Schritte. Wir sind schon fast richtig von der Weite her. Wenn wir hochgehen, nee. Das müsste ja dann unterirdischer sein. Guck mal, die 0050 geht schon wieder höher. Also. Ja, toll. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr runter. Dass er jetzt. Da sprudelt Wasser raus. Okay. Na, bevor wir die Zahlen vergessen, reden wir noch nicht mit der Imper. So, 033 haben wir schon mal die Ebene. 088 sind wir auch. Ich habe die 29, was war das? 2988, kann das gewesen sein? Also
Das ist irgendwas in den Gemächern hier, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich explizit suchen sollte. Okay, da haben wir die Bombenkugel. Hey, ich bin gerade dabei, dieses Objekt zu untersuchen. Es könnte von unglaublicher historischer Bedeutung sein. Und bis ich seine Geheimnisse enträtselt habe, fasst es niemand an. Monumente. Hören wir uns das nochmal an. Das war ja, dass wir die abfotografieren, wenn ich das noch richtig weiß. Das linke Monument. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre sieben Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. Ach so, wir suchen eigentlich so ein Bild oder was? Okay. Und im Untergrund muss es sein. Also könnte ja sein, dass wir hier wieder runterspringen müssen. Okay. Nee, ich wollte, dass du das hier machst. Red mit ihm. Schade. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie so... irgendwie was Witziges. Ach, das ist ein Gefängnis. Die Gefängniszelle ist gleich hier. Es ist mir egal, ob du ein besonderer Voi bist, der unsere Stadt nach Belieben betreten darf. Ich kann dich nicht passieren lassen. Wenn du unbedingt hinein willst, musst du etwas Verbotenes tun. So wie der Voi, der hier schon in der Zelle sitzt. Genau genommen war es für einen Voi wie ihn schon verboten, unsere Stadt überhaupt zu betreten. Auch wenn du eine Ausnahme bist. Wenn du eines unserer Gesetze brichst, dann gehörst du zu ihm in die Zelle. Alle sind wieder zurück in die Stadt gegangen. Nur ich muss hier weiter den Gefangenen bewachen. Dieser blöde Voi. Okay. Nee, mit dem kommen wir nicht ins Gespräch. Vielleicht, warte mal. Nein, kriegen wir gar nicht anvisiert. Das ist ein bisschen schade. Müssen wir also echt Böses tun, um mit dem zu reden? Hey du, Herr Voi, weißt du vielleicht, was das für eine Wand, was die Wandmalerei darstellen soll? Herr Kletter behauptet, das ist eine Art Karte. Aber ich kann darauf nichts erkennen, was zur Untergrundstadt passen würde. Ja, unten rechts Thronsaal vielleicht, ne? Oben drüber die Sandrobbe. Und draußen Pilz. Ja, keine Ahnung. Bin ich auch schon direkt am mit dem Latein am Ende. Okay. Oh, warte mal, da, guck mal da oben. Da liegen Sachen. Halt, wir sind ja schlauer geworden. Wir wissen ja mittlerweile, wir kleben das alles zusammen. Ja, ich glaube, es hat uns jetzt auch nicht so viel Ersparnis gebracht. Topas, Steinsalz. Steinsalz und... Was ist das hier? Es geht nicht kaputt. Okay, müssen wir damit ein Rätsel lösen? Nee, das ist oben rechts, das ist ganz oben, das kleine Icon, ne? Das sieht schon ein bisschen ähnlich aus, aber es sieht eher aus, als ob das eine Melone wäre, weil das noch so ein... Ja, Zipfel oben dran hat. Schade. Aber wir können ja trotzdem die Kugel mal mitnehmen.
Eventuell laufen wir gerade irgendwo irgendwas über dem Weg, wo wir sagen, da muss es hin. Und ansonsten merken wir uns einfach, dass eine Kugel hier zumindest in den Räumlichkeiten zu finden ist, falls wir doch nochmal irgendwo irgendwas über den Weg laufen. Ja, nehmen wir es mal mit raus. Da, wo das Melonenbild war, da gehen wir mal hin. Geheimkarte, okay. Na, sieh mal an. Guck mal, das ist auch noch so eine Kugel. Die hier hat eine 1. Die hier hat ein V. Jetzt haben wir schon 2 von den Kugeln. Kann ich die beide hochheben? Ah, jetzt habe ich die Lanze genommen. Nee, kann ich nicht. Aber wo müssen die hin? Ist das hier schon... Nee, das ist ein Krug, okay. Nee, das ist auch wieder eine Kugel, guck. Hä? Die Kugel da sieht zwar komisch aus, aber mitnehmen darfst du sie nicht. Sie gehört nämlich Talia. Klar hat die Königin dir erlaubt, alles in unserer Stadt zu nutzen und so. Aber bei dieser Kugel würde ich trotzdem erst Talia fragen, ob du sie auch wirklich haben darfst. Okay. Warte mal, die rote Kugel, die da unten im Dings lag, die die Frau untersucht hat. Gehört, ist es... Die gehört wahrscheinlich auch dazu. Aber die Frage ist, wo sollen die hin? Ach, guck mal hier, die Monumente, ja natürlich. Die haben ja auch überall eine Kugel abgebildet, aber trotzdem, wo kommen sie hin? Na, zu weit kannst du ja auch nicht weg sein, weil sonst müsstest du es, wenn es durch die Wüste zu tragen wäre. Wobei, ich könnte schon den Entwicklern zutrauen, dass sie sagen, nimm eine Robbe mit einem Schlitten, pack alle Kugeln da drauf und reiß damit zum entsprechenden Punkt. Wir lassen die mal hier gerade liegen. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass hier oben auf der Mauer irgendwo einfach die Fassungen sind. Nö, ich sehe nix. Na gut, ein Rätsel für was, für ein andermal. Interessant ist, dass da oben noch einer rumschleicht oder sich rumduckt. Vielleicht gibt der uns eine Quest. Sei still. Wenn du Lärm machst, entdecken uns die Soldatinnen. Außerdem sind von unten Stimmen zu hören. Sie sagen irgendwas über ein Geheimnis. Ich höre sie schon seit der Sandsturm aufgezogen ist. Also sind es sicher die Geister der holden Maiden, die von Monstern umgebracht wurden. Okay. Mamas Arbeit, Geheimkarte, ich gehe sie mir anschauen. Oh, ein unbetretbares Haus. Oh. Bedi, es klingt mir so, als wären die Monster jetzt weg. Wärst du so gut und räumst die Kiste wieder weg, mit der du die Tür verbarrikadiert hattest? Oh.
Oh ja, kann ich machen. Uff. Was ist los, Baby? Mein Rücken. Wie jetzt? Ich kann das Gerümpel auf keinen Fall heben. Und was machen wir jetzt? So kommen die Kunden noch gar nicht erst rein. Okay. Wir müssen also im Untergrund der Stadt, wahrscheinlich mit der Karte, uns orientieren. Quest. Es soll ein Ort geben, an dem sich riesige Statuen gegenüberstehen. Hat irgendjemand von deinen Kunden mal so etwas erwähnt? Die kommen doch in der Wüste herum. Es gibt eine Menge Statuen in der Wüste und auch Ruinen. Der Kataklysmus hat die Landschaft sehr verändert. Wenn wir nicht mehr Informationen haben, wird es schwer, die richtige Stelle zu finden. Hast du denn keine Karte oder so etwas in der Art? Ich hatte eine Karte, auf der dieser Ort markiert war. Aber der Wind hat sie mir weggeweht. Ich weiß nur noch zwei Dinge. Diese Ruinen waren im östlichen Teil der Wüste und es gibt dort halt diese großen Statuen, die sich gegenüberstehen. Auch der östliche Teil der Wüste ist immer noch ganz schön riesig. Oh, Kundschaft. Tut mir leid, aber ich muss zurück an die Arbeit. Wenn du willst, kann ich dir jederzeit eine Sandgrube vermieten. Komm einfach wieder, wenn du dein Reiseziel kennst. Okay. Neue Quest. Also, nochmal in den Untergrund. Wir gucken mal gerade auf der Karte, wo das genau ist. So, hier. In das Gebäude wollen wir uns rein teleportieren, sozusagen. Okay, von hier, wupp. Sozusagen. Probieren wir es einfach mal aus. Ob das so klappt, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Oh, Geronimo. Oh, shit. Ein Stück zu spät gesprungen. Zu spät, sage ich. Zu früh. Die wirft weiter ihre Liebesbriefe. Okay, so. Die Richtung erstmal. Dann müsste es ja hier lang gehen. Lass mal gucken, guck mal hier. Okay, wir sind schon fast mehr oder weniger da. Ne, es kommt hier auch nicht hin. Kommen ja gar nicht so weit. Ah, hier geht's noch hoch. Das sieht schon besser aus. Kann aber nicht weiter ranzoomen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich weiß nicht, ob das hier nicht eine Wand ist, ne? Die uns. Na komm, no risk, no fun. Ach, wir können ja auch wieder zurück. Sehr gut. Nee. Wir müssen noch ein Stück in die Richtung, damit wir in das Gebäude reinkommen, ne? Langt das hier schon? Bin, glaube ich, genau in die falsche Richtung gegangen. Ach so, das ist keine Wand, das ist eine Brücke. Das hier ist der Weg, das Gebäude ist das hier. Okay. Okay, geht's hier dann noch ein Stück? Warte mal, hier sind wir doch im Gebäude jetzt. Ja, da ist die Kiste, die sie nicht wegkriegen. So, raus mit uns.
Kundenliste ist da, waren auch da. Hm. Ein Voi, aber die Tür ist doch komplett blockiert, wie... Ich bin ein Geist. Unser Haus legt Wert auf Diskretion, wir stellen keine Fragen. Es ist egal, mit welchem Trick ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Laden betritt. Dieses... der Gerudo-Geheimclub. Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, der an dem ihr Kleidung für Voi kaufen könnt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um zu verstehen, warum diese Geheimnisse geschieht. Er ist auch ganz schön, ne, vollgenebelt hier, als ob Frischluft hier drin nicht existiert. Geht euch mal waschen, Mädels. Ich kann sehen, dass auch ihr nicht wie die anderen hier seid. Aber bei uns seid ihr als Kunde höchst willkommen. Kann ich das kaputt hauen? Problem gelöst. Ach, ich bin so ein Held. Nicht im Besitz. Hitzeschutz, Messere, Verteidigung nehme ich. Aber wieder echt teuer, ne? Natürlich fehlt uns jetzt die Kohle. Was? Oh. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr das plötzlich ein Voi vor mir steht. Ich hätte vor Schreck fast einen Satz gemacht. Ach, eigentlich sollte ich dir dafür dankbar sein. Ich hatte mir den Rücken verrenkt und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Der Mann ist auch ein hylianischer Voi. Hätte er plötzlich vor mir gestanden, aber er darf ja die Stadt nicht betreten. Unseren Gesetzen zufolge muss eine Gerudo in einem bestimmten Alter zur Stadt zurückkehren. Also bin ich mit unserer Tochter hierher gekommen. Ich habe meinen Mann gewarnt, mehrfach sogar, dass Voi hier nicht erlaubt sind und sogar eingesperrt werden können. Ach, Bedi, guck mal. Aber er bestand darauf, mit uns hierher zu reisen und ich sah, wie er die Mauern der Stadt betrachtete. Babiski, ich frage mich, was du wohl gerade machst. Sobald du mit Einkaufen fertig bist, solltest du jedenfalls schnell die Stadt verlassen, bevor die Wachen dich bemerken. Der Name ist ja schon gefallen. War das der Typ, der im Gefängnis saß? Hat der das so als Sprechblase vielleicht gesagt gehabt? Schneestiefel, Schneetempo hoch. Das hört sich ja auch geil an. Und hier Sandstiefel, Sandtempo hoch. Okay, cool. Das hier macht Hitzeschutz. Ja, ist alles verdammt teuer. Die Frage ist... Kauf mir was ab. Okay, die kauft nicht so... Ach, wir sind weit unten. Wir haben 44 Opale. Werden wir mal 22 davon los. Ja, die Diamanten können wir nicht loswerden. Die brauchen wir für die Waffen. Da könnten wir auch mal zu den Zoras gehen und gucken, ob wir da nicht jetzt die eine mal fertig kriegen. Von Bernstein, okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier irgendwie... Ich kann nicht springen, ne? Ich muss die wirklich einzeln, aber gut. Deswegen geht es wahrscheinlich auch so schnell, das ganze Rad hier. Machen wir auch hier mal die Hälfte weg. Kann ich nach der Anzahl sortieren, was ich am meisten habe? Nach Typ, nach Angriffsstärke, nach am häufigsten verwendet? Okay, shit. Das geht auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen schade. Gut, aber gibt nur 4 Rubine.
Mal gucken. Die ganze Zeit hatten wir nicht wirklich Geldprobleme, weil wir einfach Rüstungen mehr gefunden haben, als dass wir sie gekauft haben. Jetzt haben wir mal wieder einen Händler und der will gleich die Luxuspreise. Okay. Sind wir wohl mit den 1100, die wir jetzt haben, erstmal aufgehoben? Ich glaube, nehmen wir die 1200, 1300, ach du Schande. Das waren die günstigen, ne? Sandtempo, Schneetempo. Im Schnee waren wir schon. So. Nehmen wir die auch noch mit? Ich würde sagen, ja. So, dann verkaufen wir hier nochmal von denen ein bisschen was. Nicht um die andere Rüstung zu kaufen, einfach nur, dass wir ein bisschen Geld im Inventar haben. Und nicht, dass wir irgendwo jemanden über den Weg laufen, wo wir nochmal ein klein wenig Kohle brauchen, wie 50, 100, 200 Rubine. Für Grund XYZ. So. Das heißt aber auch, guck mal, Rüstung. Wir tragen die Frisur, wir tragen die Rüstung, wir tragen aber nicht die Hose. Wir könnten den Hitzebeinschutz haben. Was tragen wir denn hier? Angriffskraft hoch. Okay. Sandtempo ausrüsten. Schmuckladen, Sternfreunde. Oh, wenn die mir jetzt Sonderpreise macht. Okay, gleiche Preise. Ich hatte jetzt schon Angst, dass der Schmuckladen mir mehr gibt. Nee, wir kriegen keine Quest oder so, aber Zelda hat ja auch sozusagen Quests, die nicht ins Questlog gehen, sondern die Leute sagen, hey, die Person ist da und da hingegangen, ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört und dann musst du dorthin gehen und dann kriegst du erst eine Quest. Okay, Diamantstirnband für höhere Angriffskraft, Kälteschutz, Hitzeschutz, Elektroschutz, Schwimmtempo und einfach nur Ohrringe. Die hat Fleisch, die hat Materialien. So, hier hat es noch geglitzert. Eine Fackel, na, die brauchen wir nicht. Okay, das ist einfach nur ein fremdes Haus. Sag bloß, die hat versucht zu lesen. Gourmet-Geheimnisse von Ratam, Band 2. Der Gaumenschmaus. Gucken wir mal gerade durch. Okay. Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen was erkunden, ne? Ich will jetzt nicht die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Da ist man dann stundenlang nur in der Stadt immer unterwegs. Auch nicht so bombastisch. So, unsere Bodyguards sind mit dabei. Die Frage ist natürlich, was machen wir? Wir sollten eigentlich von der Hauptstory aus zum Außenposten zurück. Nachdem wir hier das alles erledigt haben, wurde gesagt, gehen wir zum Außenposten. Auf der anderen Seite, die ganze Wüste, haben wir uns kaum angeguckt. Zumindest ein Tempel oder sowas würde ich gern machen.
Wie wär's, wenn wir zur Südoase gehen? Das heißt einfach in die andere Richtung. Wir nehmen uns auch keine Robbe, wir laufen schön. Eine Robbe kostet ja wieder Geld. Und ich wette, wir entdecken sowieso das eine oder andere, wie zum Beispiel das Ding da, wo wir uns angucken wollen. Und dann, ich weiß nicht, wie die Robben sich verhalten. Ob die dann schön brav einfach stehen bleiben und wir können dann wieder weiterfahren, wenn du so willst. Oder ob die quasi zurück in die Stadt machen. Hey, guck mal. Da haben wir schon mal einen Krog. Das ist auch eine Rakete. Warte mal. Synthetisieren. Mein Schild wurde schon synthetisiert. Das ist aber ärgerlich. Schild mit Knochenbockschild, okay. Das Knochenbockschild ist größer wahrscheinlich als das Schild, was da im Hintergrund dann drangebatscht ist. Dann nehmen wir doch einfach das besonders haltbare Ding hier. So. Hm? Oh, da ist es hin. Natürlich, das lässt mich erst hochlaufen, damit es wieder runter geht. Und wieder hoch. Wo ist es jetzt? Das ist aber mal ein sehr unglückliches. Die sind normalerweise viel, viel besser gemacht, sodass man viel besser verfolgen kann, wo es lang geht. Okay, guck mal, das hier sieht wie eine verdammte Startrampe aus. Deswegen ist hier auch der Ventilator, das Schild und die Rakete. Gut, die Rakete haben wir jetzt. ja, gut. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie die Entwickler sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Aber die Frage ist auch, wenn wir das zünden. Das geht dann zur Oase. Okay. Das ist ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Ja, komm. Ich tue einfach eine Rakete aus dem Inventar nehmen und dann kriegen wir das auch hier hin. Das hier. Rakete, Rakete, Rakete. Da oben. Machen wir mal zwei. Nein, nein, ja. So. Nein, nein, och. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Okay, da müsste ein Ding zur Kontrolle mit drauf. Vielleicht langt es aber auch schon, wenn wir das so machen. Ach, guck mal hier.
Ein Sandstrudel war das. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Ich musste echt überlegen. So, wir sind da. Okay, direkt wieder Bauteile für ein Fahrzeug. Übungsareal der Südoase. Ich will ja eigentlich nichts sagen, ne? Warte mal, ich sag's gleich. Ich habe von dir gehört. Du bist der Voi, der zusammen mit den Kriegerinnen aus der Stadt gekämpft hat, nicht wahr? Dies hier ist das Übungsareal für die Gerudo-Kriegerinnen. Sie durchlaufen ein hartes Training, bei dem in der Wüste Ausdauer, Willenskraft und Verstand herausgefordert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Startpunkt für das Wüstenrennen. Das macht Sinn. Stelle ich auch nicht in Frage. Meine Pflicht ist es, das Rennen zu beaufsichtigen und Hilfestellung zu geben. Ursprünglich war es nur Gerudo-Kriegerinnen gestattet, an diesem gefährlichen Training teilzunehmen. Aber da du an unserer Seite gekämpft hast, machen wir für dich eine Ausnahme. Als Trainingsgebühr 10. Ein andermal. So. Kriegen wir das Gesicht noch besser rein. Guck dir das an. Guck dir diesen Schutz an. Gesichtsschutz. Müsste man nicht meinen, in der Wüste atme ich auch durch die Nase und da müsste die Nase auch bedeckt werden. Und bei dem Zinken im Gesicht, alter Schwede, die saugt doch die halbe Wüste mit einem Atemzug ein. Ja, ja. Okay, Trainingsgelände ist das hier. Das hört sich ganz interessant an. Das gucken wir uns auch gleich bestimmt einmal an. Ich würde aber hier gern, wenn es möglich ist... Och nö, ich will auch nicht hochklettern. Wenn nicht irgendwo ein Zipfelchen, wo wir dürfen. Na gut, dann klettern wir hier hoch. Ach, sehr gut, ein Tempel. Und ich sag Tempel. Danke, du bist mir wieder in den Weg gelaufen. Röstchili. Ah, wenigstens das. Ich dachte, die wäre komplett kaputt. Aber gut, wo sind die anderen zwei? Es sind ja drei am Busch. Die sind auch wieder irgendwo im Nirgendwo. Na, der Tempel da, das sieht aber auch schon wieder, ne, da waren wir zwar schon, Eingang, ach, Donnertempel, so hieß er, okay. Aber von außen, so aus der Ferne, ne, mit dem, wie nennt man das? Dieser Hitzewellen, dieses Verschmieren durch die warme Luft, sieht schon cool aus. Feuertanz, der Karahatagi-Schrein. Fackel, Waffentasche ist voll. Na sowas aber auch. Ich habe ja schon eine Fackel. Ja, was willst du jetzt von mir? Na gut. Natürlich hat er das blöde Segel nicht rechtzeitig aufgemacht. Huh?
Auch interessant, dass wir wirklich einfach rübergekommen wären, wenn er es rechtzeitig aufgemacht hätte, beziehungsweise ich rechtzeitig gedrückt hätte. Das geht da aber nicht, der ist zu. Okay. Warum würde ich denn wollen, dass das runterfährt? Da unten ist eine Kiste, okay. Also in der Theorie könnte man da mit einem Parasegel bestimmt irgendwie hinkommen. Die wollen bestimmt auch wieder, dass wir hier irgendwas lösen, irgendwie. Nur wie? Weil normalerweise zur Lösung der Rätsel ist ja eigentlich alles immer in den Schreinen drinne. Was hier jetzt nochmal gucken. Ach, sieh an, wenn das runtergefahren ist, dann kommen hier aus der Statue die Dinge raus, wo wir die Feuerpfeile ranschießen müssen. Okay. Zeitumkehr. Vielleicht das hier. Weil wir haben das ja jetzt gemacht. Geht es? Nö. Da geht es hier. Ich kann die Zeitumkehr nicht auf den Hebel und nicht auf die Plattform. Karte, Deckensprung. Oh, ich kann das mitnehmen. Aber es ist nicht schwer genug, dass es unten bleibt. Das hier, können wir das auch noch mitnehmen? Nee. Das hilft mir nichts, weil ich kann die Pfeile ja nicht durch die Mauer schießen. Okay. Ich stelle mich wahrscheinlich an. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer. Übersehe ich was? Ein mächtiger Konstruktbogen. Der hier ist eh kaputt, fast. Also weg damit. Die darf ich auch nicht mit hochnehmen. Mal guck mal, hier ist irgendwas. Oder ist das nur Deko, weil das quasi hier, ups, die Ecke sozusagen, dass der Unterbau ist. Ich meine, wir haben auch keine Pfeile bekommen. Nee, kommen wir nicht hin. Ja, wow, verzwickt. Habe ich irgendeine Funktion vergessen, die es noch gibt? Womit man das lösen könnte? Ich meine, rein hypothetisch, wir könnten ja hingehen und jetzt sagen, was ist denn so ein schweres Objekt, was wir hier haben zum Runterdrücken? Hier die ach nee, ich darf nichts rausholen. Mist. Ach, ich habe eine Idee. Lass mal gucken. Vielleicht muss das ja gar nicht ausgefahren sein,
Vielleicht müssen wir nur das hier nehmen. Vielleicht zündet das ja automatisch an. Nee? Müssen wir das... Vielleicht da immer wieder ab... Das macht aber keinen Sinn, wenn wir das abstellen und dann sagen... Guck. Also das hilft... Also wir kriegen es nicht angezündet. Greifen können wir da nichts. Zeitumkehr können wir nichts. Na, obwohl... Pass mal auf, warte hier. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Warte mal noch mal. Zeitumkehr. Shit. Okay, aber das könnte die Lösung sein. Pass auf. Wir müssen das Ding nur nehmen. Wir machen es höher. Ich wette, das bleibt nicht angezündet. Das war angezündet. Es bleibt angezündet. Dann haben wir die Lösung. Okay. Vielleicht ist es nicht die richtige, aber es ist eine Lösung. Das ist absolut nicht die Mitte. Das hier ist die Mitte. Okay, so. Ich hoffe, das ist jetzt an. Ich sehe es nämlich nicht. Ja, ist an. Perfekt. Aber ich finde es schon ärgerlich, dass wir da nicht einfach das Ding hier hoch machen können und dann geht's an. Das wäre so eine schöne Lösung gewesen. Okay, dann... Hoch. Ist das ein Schatten? Ne, das ist nur eine dunkle Platte, ne? Ja. Naja, gelöst ist gelöst.
Oh, fast wieder was, um abzugraden. So, natürlich ist es jetzt wieder kalt, weil Nacht ist. Dupti-da, dupti-da. Andere Frisur und schon sind wir wieder, ist uns irgendwie wieder warm. Da ist auch noch ein Tempel. Den haben wir auch nicht gemacht. Und der ist aber direkt... Ja komm, gehen wir machen. Wir können ja danach immer noch das Robbenrennen da machen. Können uns ja jetzt hin teleportieren. Nehmen hier die Frostmelonen mit oder wie die auch immer hießen. Und das mit der Fackel. Die sind so einfach zu besiegen. Die Fackel. Wir brauchen dafür gar keine gute Waffe gegen die. Cool. Oh. Früchte. Und sogar Pilz. Okay. Diese anderen Gegner, die im Wüstensandsturm die ganze Zeit nur da waren, jetzt auch wieder auftauchen? Ach, sieh mal an. Das Rätsel ist wohl, wie wir zum Schrein überhaupt hinkommen. Wie schön wäre jetzt ein Enterhaken, mit dem wir uns einfach hier an die ganzen Objekte ziehen könnten. Ja, wir laufen mal gerade ein bisschen rum, weil ich... Denk mal, man könnte ja einfach vom Tempel zum Beispiel hinfliegen. Hasenschild, Ölflasche nehmen wir mit. Ach, sieh mal an. Ist das... Ach, sobald wir hier sind, kommen die ganzen Sachen an. Interessant. Aber ich meine, das kommt uns ja nur zugute. Die Falschen haben sich verklebt. So, pass mal auf. So. Ich meine, so kommt man auch voran. Das wird schon. Das dauert nur einen Moment, aber dann haben wir eine schöne Brücke. Hups.
Solange das Spiel jetzt nicht zu gemein ist und das, was wir gerade... Gut. Ich hatte Angst, dass es das despawnt, weil wir 10 Meter davon weg sind. Die haben verdammt nochmal Feuerpfeile geschossen, diese blöden Mistkerle. Eine schöne Brücke. Jahre habe ich an der gebaut. Alles weg. Ins Nirvana. Ja komm, dann fliegen wir. Dann klettern wir jetzt das Ding da hoch und fliegen darüber. So viel Schweiß ist in die schöne Brücke geflossen und dann nix, einfach weg. Einfach kaputt gemacht. Was haben wir noch Feines? Naja, vielleicht ist hier auch irgendwie nochmal ein Geheimnis oder sowas, dem wir über den Weg laufen. Wäre ja vielleicht auch noch was Schönes. Sehen wir das Positive dran. Wir klettern jetzt hier noch schön diesen Tempel mal hoch. Haben wir auch noch nicht gemacht. So, aber hier ist wirklich nichts drauf, ne? Es wäre auch ein riesiges Gebiet, mehr oder weniger, abzusuchen, ob hier wirklich was auf dem Tempel wäre. So, wir haben es fast. Ach, sieh mal da, da ist was drauf. Da ist sogar Sand wieder, der ein paar Sachen vergräbt. Eine Truhe. Einen Spiegel. Ui. Ja, wenn wir schon ganz oben sind, können wir mal kurz gucken, ob wir irgendwas Interessantes noch sehen. Aber ich glaube, guck mal hier, das ist so der Rand der Wüste. Das sieht nicht wirklich einladend aus für Erkundung. Da
Da ist auch nochmal ein Schrein. Ne, falsche Taste. Da. Ach, wir haben nichts mehr zu markieren. Na gut. Oh, Gold. Und nur Feuerstein und Bernstein war drin. Enttäuschend. So, haben wir das auch gelöst, das Rätsel, hä? Ich wette, der Schrein hat nicht mal Inhalt. Der gibt uns nur eine Belohnung und schon war's das. Weil die Aufgabe war es, hierher zu kommen. Jo, sag ich doch. So, ist der nächste auch erledigt. Wie viel haben wir eigentlich bis jetzt gemacht? Es wurde ja früher immer auf den Ladebildschirm. Ach, jetzt wird es auch angezeigt. 60 haben wir, okay. Das heißt, wir haben die Hälfte der Tempel jetzt gemacht, beziehungsweise Schreine. Natürlich ist uns jetzt wieder zu warm, weil es ja wieder Tag ist. Das heißt, wieder andere Frisur und wir sind okay. So, hier wäre also noch einer. Was machen wir denn für einen Stempel drauf? Das hier. So. Eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ist zum einen ziemlich cool, dass wir nicht untergehen, sondern zurücktransportiert werden. Nice. Wenn wir uns zum Tempel teleportieren, landen wir dann oben oder landen wir drinnen? Der Eingang, der war aber drinnen. Gut. Also ich würde sagen, wir machen den anderen Schrein auf der anderen Seite noch. Und dann tun wir das Sandtropfenrennen mal machen und würde sagen, wenn uns nichts anderes über den Weg läuft, könnten wir zum Außenposten gehen und uns mal anhören, was die von uns wollen. Ob wir quasi in das, ich sag mal, Endgame gebracht werden, wo es darum geht, Schloss Hyrule zu erobern, Zelda zu retten und so weiter, ne? Ja, ich schaue mich noch so ein bisschen um, aber ich glaube, ich sehe auch nichts weiter Verdächtiges. Das haben wir ja alles schon gehabt. Das Gemälde da hinten auf dem Berg haben wir schon gemacht. Natürlich den Weg zum Tempel haben wir schon gemacht. Ja, unsere Gefährten könnten sich eigentlich nützlich machen und alles, was so hier rumliegt, einfach mit aufsammeln. Das wäre doch mal was, was nützlich wäre.
Natürlich weiße. Gott sei Dank haben wir gerade den Hammer ausgerüstet. Hallo? Ich habe Anvisieren gedrückt. Danke. Ja, 5 gegen 1. Fühlt sich nicht gut an, hä? Ist mal andersherum. Sonst gehen immer so viele auf mich los. Nein, dann fliegt er aus der Range. Das ist halt der Nachteil von diesen fetten Waffen immer. Aber die haben auch verdammt viel Leben. Das ist so nervig. Ach du Scheiße. Wir sollten noch mal wieder was kochen. Hitzeschutzgerichte. Die geben auch nur ein verdammtes Herz, okay. Na gut, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Zeug zu essen. Da. Wir hatten ja noch eine erledigt. Das müssen wir mitnehmen. Verschwendung ist nicht. Warte mal, wir haben sogar Platz für eine Waffe, ne? Weil die Fackel kaputt ist. Königsschwert. So. Explosionsfass. Und eine Frostmelone. Und sogar zwei. Der Tempel wird von... Ich will dir meinen Freund. Ach. Ach, natürlich. Genau in die andere Richtung. Danke. Nee, erst ein Tempel. Ja, sei erschöpft. Bleib in der Sonne liegen und brutzel vor dich hin. Ich kann damit leben. Natürlich muss der Große stehen bleiben, separat. Okay, aber das ist eigentlich ein super Gebiet für uns. Da sind überall diese Explosionsdinger drauf. Zu hoch. Getroffen, so. Genau, wundert euch mal ein bisschen, dass das die aber auch nicht fertig macht. Das ist halt so der Nachteil, den ich hier sehe beim Spiel. Die werden stärker und stärker und stärker und du kriegst keine Möglichkeiten, die mehr relativ einfach zu erledigen, sag ich mal. So. Das ist doch cool. Wenn die sich da... Okay, normales Laufen hier macht uns schon langsam. Ach, guck mal da. Die ertrinken tatsächlich da drin. Ah, wie nett. Ach, der wird natürlich... Ach nee, ich dachte, er hätte ihn direkt auf ein Brett geworfen. Ich dachte, das Spiel wäre explizit dafür rausgelegt.
Okay. Na komm, dann gehen wir mal hoch in die Mitte. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wir laufen ja jetzt hier einfach nur so. Ach so, natürlich. Das muss ein Weißer sein. Danke. Nimm das. Jetzt läuft er weg. Ach so, weil er wieder was zum Werfen sucht, oder was? Nein, das geht immer in die Richtung Wand. Ich will den in Richtung Sand schubsen. So, jetzt aber. Na bitte, jetzt stirb. Weil er ist so groß, der kann nicht hier durchlaufen wie wir. Ah, da hat er sich gewundert, ne? Nein, kritischer Treffer, bitte. Ab. Genau, runter. Ach, jetzt ist er eh tot. So, runter mit uns. So, da sind die nächsten Sachen. Die Pfeile will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das hier ist ein ist ein Bogen. Da war doch noch ein bisschen mehr, oder? Oh, da oben lebt ja sogar noch jemand. Wir gehen mal inkognito, wir bleiben einfach mal hier unten. Ich sehe aber auch nichts mehr im Sand, ne? Sehr gut gemacht, Corona. Der hat keine Pfeile hinterlassen, der andere. Schade. Oh, da hinten sind aber welche. So. Dann können wir jetzt den Schrein machen. Kleines Abenteuer, aber hier diese Sandflüsse, nenne ich sie mal. Oder Sandströme, das hört sich, glaube ich, besser an. Das sind schon wieder eine ganz andere Nummer hier. Gefällt mir aber. Weil wir halt nicht direkt untergehen in den Tod, sondern wirklich drin laufen können. Sonst wäre das Ganze nochmal echt ungünstig. Die... Natürlich. Es langt ja nicht, dass wir die Gegner draußen fertig machen müssen. Nee. Wir müssen drinnen auch wieder so eine blöde Herausforderung machen. Na gut, lass mal gucken. Okay, da geht's nirgends lang.
tut der Strahl uns weh. Warte mal. So, dann machen wir das. Geht das? Sehr gut. Natürlich. Ach so, okay. Es kommen Kugeln, wenn wir die Laserstrahlen berühren. Sonst gar nichts. Okay. Ah, ja, ja. Bleib mal hier bitte. Komm, lassen wir das mal so. Ich weiß ja nicht, ob wir hier noch was Besseres finden zum Kombinieren. Okay, Feuer. Ich wollte schon sagen, wo ist die Falle? Konstrukte. Die bringen sich selber da oben um. Das ist ja genial. Ich wundere mich schon. Guck mal da oben. Feuer. Natürlich. Ja, das ist eigentlich ein sehr vorteilhaftes... Kampfgebiet für uns. Ich meine, da ist auch Wasser. Shit. Nein, boah, ich bin gegen eine Kiste gelaufen. Das gibt's nicht. Ach, nochmal. Ja, dass das am Anfang immer sein muss, das nervt so sehr. Aber es ist wahrscheinlich alles mit einprogrammiert für die Ladezeiten des Spiels. Natürlich, ich habe die Kiste getroffen, nicht die Kugel. Ich bin aber auch selber schuld. Und ich krieg die Kiste nicht... Was machen wir sonst schwer? Komm, hier. Synthese rückgängig, danke. Wie es wieder funktioniert hat. Ich bin Meister. So, dürfen sie sich erstmal wieder selbst kaputt machen. Okay, es läuft aber ganz schön schlicht dieses Mal. Wow, wo kommt denn der her? So, das war das Stärkste. Der ist schon mal erledigt. So, das nächste sind die Bogenschützentypen.
Der ist erledigt. Warte mal, das Zeug. Es ist egal, ob wir das einsammeln, das kriegen wir ja eh nicht. So. Gelöst. Ich würde sagen, das einfachste von allen bis jetzt. Einfach weil wir sie ins Wasser schubsen konnten. Oder sie sich selbst verbrannt haben. Die Frage, können wir hier einfach hoch? Jo. Hier wäre jetzt noch viel zum Anzünden gewesen. Was ist, wenn wir die Kisten kaputt machen? Kriegen wir ein paar Pfeile? Nee. Na gut, sei es drum. Das Delta Elite Breitschwert. Wow. Das tauschen wir gegen das Königsschwert. Nee, die Gerudo-Lanze ist so. Okay, haben wir das auch gelöst? Ich gucke nur gerade. Ja, es ist der blutrote Himmel wieder. Oder blutrote Mond. Guck mal, wir haben ein paar schöne Teleportpunkte. Wir gehen jetzt zu dem Dings. Zu dem Wüstenrennen. Wir warten gerade Mitternacht ab. Das sind 25 Minuten Ingame. Na, er friert wieder. Okidoki, dann können wir jetzt mal so ein Wüstenrennen machen. Es sei denn, die sagt uns, das geht nicht tagsüber. Beim Wüstenrennen musst du 7 Tore in der Wüste passieren und das Ziel erreichen. Nur mit eigener Kraft durch die Wüste zu rennen, ist extrem anstrengend. Setze alles ein, was dir irgendwie hilft. Wenn du aber zu weit von der Strecke abkommst oder ins Ziel einläufst, ohne alle Tore passiert zu haben, scheiterst du. Zeitlimit 3:30. Okay, ich krieg Gerudo-Stoff dann. Das ist das Stoff, woraus wir dann, ich glaube, Pferderüstung oder sowas machen. In 3 Minuten dahin kommen. Ach so. Es startet, sobald ich das Tor passiert habe. Okay. Deswegen ist hier auch die Reifen und alles da. Ich weiß nicht, ob die Dinger sich ausbalancieren.
Auf jeden Fall ist es schon mal falsch rum angebracht. Ja, natürlich, immer noch falsch. So. Genau, so fährt's. Alter Schwede, das geht auch gar nicht richtig gerade. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Hi, Panther, servus. Mir geht's gut. Und dir? Ich glaube, ich bin nicht der Hellste im Moment. Natürlich. So, pass mal auf. So. Ja. Es ist schon mal richtig. Das war eine Vollkatastrophe auf jeden Fall. So, jetzt bringen wir noch das andere Rad an. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als ob das stabil dann wäre. Als ob das so ein Giro-Sensor-Dingens-Bumsi ist, das sich gerade hält. Ich meine, guck dir das an. Ich krieg's ja hier nicht mal gerade rangeklebt. Ich versuche ein Auto zu bauen und ich hoffe, das fährt gerade, aber es fährt nicht gerade. Ja, es geht eigentlich, wenn es vorwärts fährt. Ist nicht das Beste. Aber vielleicht langt das für das Rennen, was man hier in der Wüste macht. So, lass uns mal starten. Ich habe 3 Minuten 30 Zeit, alle Tore zu passieren. Das war Nummer 1. Ich sehe es ja irgendwie nicht so, dass das klappt. Aber gut, wir fahren einfach mal weiter. Nein, die Räder gehen hier unter. Scheiß drauf. Es war zum Scheitern verurteilt von Anfang an. Natürlich, die ganzen Tore liegen hier in dieser blöden Plörre. Was machen wir? Ist das noch zu retten? Haben wir vielleicht schon zu lange gebraucht? Wir machen das jetzt so. Wir haben genug Raketen auf dem Boden. Ich meine, mit dem Gefährt wären wir sowieso gar nicht weit gekommen, wenn ich das hier jetzt so mir mal angucke. Wir hätten ja hier das E zurücklassen müssen. Okay. 4 haben wir. Mich stört es ein bisschen, dass ich meinen Gefährten hier nicht einsetzen darf. Ich hätte doch gesagt, mit jeder Hilfe, die ich habe. Ist ja gar nicht jede Hilfe, die ich habe.
So, was war Nummer 5? Dann lass mal gucken. Das dürften wir schaffen, ne? Gut, wir dürfen da jetzt noch nicht reinhüpfen. Na, soweit ich weiß, sind es 7 Tore. Und das letzte dann da hinten wahrscheinlich. Also insgesamt 8. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, das zu erreichen. Die Musik ist schon ganz witzig, richtig. Und ich höre mir das gerade so an und denke mir, es ist ja eigentlich relativ einfach sogar die Musik gemacht. Komm zurück, ich werde dir das Ergebnis bekannt geben. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir die 3:30 nach dem Timer her erreicht haben. Na, geht doch. Wow, dafür hat sich's gelohnt. In 2:30. Ein anderes Mal. Ich müsste mir jetzt überlegen, was könnte man bauen, dass man in 2:30 das schafft? Ich glaube, dafür bin ich noch nicht weit. Ich weiß aus genug Internet-Memes mittlerweile, dass es ein Blaupausen-Tool gibt. Ich wette, das brauchen wir hier, um uns verschiedene Fahrzeuge vorzubereiten. Und die dann aufzurufen, wenn wir durch die entsprechenden Tore durch sind, damit wir das mit der Zeit schaffen. Wenn ich das jetzt anfange, schaffe ich nicht. Haben wir ja gerade mit Ach und Krach geschafft. Was heißt, okay, ich setze noch ein Zwischenziel, bevor wir mit der Hauptstory fortfahren. Ich würde gerne den Leuchtturm vom letzten unentdeckten Gebiet noch machen. Weil dann haben wir die ganze Karte mal aufgedeckt. Ja, wenn wir was Fliegendes nehmen, Panther, dann haben wir das Problem, die ersten Tore sind hier unten im Sand und das nächste ist dann in der Luft. Und die nächsten sind dann wieder unten auf dem Sand. Ich weiß nicht, ob man das Fliegende so präzise steuern kann, dass es nicht bruchlandet, sozusagen. So, dass wir unter den Toren durchkommen und trotzdem wieder an Höhe gewinnen können. Ich bin jetzt nicht wirklich der versierteste Zelda-Fahrzeugbauer. Muss mal überlegen, aber nee, mir fällt nichts ein. Also alles, was ich bis jetzt so an Fluggeräten gebastelt habe, da musste ich schon ordentlich in der Luft sein, dass ich damit präzise fliegen konnte. So, hier irgendwo muss noch ein Leuchtturm sein. Betest, wir hüpfen mal hoch. Okay, da ist die Wüste, aber wir wollen ja hier irgendwo den Leuchtturm entdecken. So, die Frage ist, wo ist er? Normalerweise leuchtet der Leuchtturm so richtig weit. Und man erkennt die eigentlich schon aus der Ferne. Bin ich zu hoch dafür? Bin doch richtig, ja. Das ist das Gebiet, okay. Du siehst ihn.
Oh, ich sehe ihn auch. Da ist er. Sehr gut. Der ist aber niedrig aufgestellt. Dafür, dass der... Na gut, er tut ja uns in die Luft befördern. Das ist ja sein Hauptattribut, sage ich mal. Okay, jetzt brauchen wir was zu essen für Ausdauer. Natürlich wird es jetzt wieder kalt. Okay. Wir haben schon die Frisur. Nehmen wir auch noch die Rüstung. Ja gut, dann ging das ja schon viel schneller als erwartet. Das heißt, wir können dann mit der Hauptstory ruckzuck weitermachen. Dann bin ich mal gespannt, was nach den vier Tempeln jetzt kommt. Ob es direkt weiter mit Dings geht, mit, ich sag mal, dem Schloss Hyrule, oder ob da irgendwie noch was dazwischen kommt. Ob wir das Böse erst noch irgendwie anders hervorlocken müssen, irgendwie noch ein Tempel kommt oder sonst was. So, das war jetzt, glaube ich, fast alles an Ausdauerzeug, was wir haben. Das langt hoffentlich jetzt. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass die Gerüchteküche rund um die Switch 2 die letzten Tage wieder, ja, entflammt sind? Es gab ein paar, ja, Leaks, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt zu sagen, ne, das ist handfest, aber es gab wieder ein paar Stimmen von Leuten, die oft richtig lagen mit ihren sogenannten Leaks. Ja, wird wohl eine offizielle Switch 2 werden und kein anderes Gerät. Größeres Display. Aber so viel haben sie auch nicht, außer dass es ein LCD-Display wieder sein soll, damit der Preis günstiger ist. Es soll ein innovativer Controller sein. Sag mal, hätte ich jetzt oben drauf gemüsst. Der hat ja gar keinen Eingang. Na, danke. Hätte ich ja eigentlich direkt drauf springen können. Steht wahrscheinlich genau hier drinne. Bauunternehmen Dumster, Tätigkeitsbericht. Wer hätte gedacht, dass ein Kartografieturm so eingeschneit werden könnte, dass er nicht mehr nutzbar ist? Zum Glück blieb die Höhle, die wir als Materialdepot verwenden, von den Schneemassen verschont. Ach so, der ist eingeschneit. Und ich muss die Höhle jetzt finden, oder was? Oder muss ich hoch? Gehen wir mal hoch. Ach so, ja, und zu Switch 2 noch. Gerüchteküche war ja immer 24. Das neue Gerücht ist ja Ende 24, also so September, Oktober rum, weil Nintendo gerne hätte, dass sie genug Konsolen zur Auslieferung haben. Ja, bleib doch mal stehen. Gut, sehr gut. Sie haben wohl so ein bisschen sich das Sony-Debakel angeguckt, dass sie nicht, Sony hat ja nicht genug Konsolen, dass sie die raushauen konnten. Und deswegen das Ganze,
dieses ganzen Scalper, also die Leute, die sich die Konsolen kaufen und dann teurer wieder verkaufen, dass die dem entgegenwirken. Also dass Nintendo genug da hat, dass das jetzt gar nicht so aufkommen kann. Wahrscheinlich ist deswegen von Anfang 24 auf Ende 24 verschoben worden. Hi Dizzy. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Also wenn sie wirklich nächstes Jahr die Switch raushauen, die nächste, dann bin ich schon happy. Und dann ich hoffe, dass die, ich sag mal, shit, kriegen wir den Deckel auf? Nee. Okay, wir müssen die Höhle wirklich finden. Ich hoffe, dass die Leistung von der Switch 2 ausreichend ist. Nicht, dass die wieder zu sehr an Leistung sparen. Und ich hoffe wirklich, dass sie den E-Shop überarbeiten. Ich muss sagen, das Schlimmste an der Switch ist der digitale Shop von denen. Der ist ja so unbrauchbar. Also wenn du nicht weißt, was du haben willst, einfach mal drin stöbern. Da fliegen ja die Nerven weg. Da brauchst du ja Geduld ohne Ende. So, okay, wo geht's denn hier runter? An der Seite war nix. Das muss ja hier auch in der Nähe in der Theorie... Ach, da ist eine Höhle. Oder? Ja, sieht gut aus. Das wird ja jetzt doch wieder ein richtiges Abenteuer, den Turm zu erreichen. Ach, aufhören. Ich werde hier entweder irgendwo zur Höhle kommen oder ich muss mich währenddessen an die Decke transportieren, wenn ich da drunter bin. So, und die nervt. Wo ist er? Wo ist er? Abbrechen, danke. Spiele ich die Pokémon-DLCs? Ich schätze mal aller Wahrscheinlichkeit nach nein. Ich glaube nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Hauptspiel am Ende. Es hat zwar sehr viel Spaß gemacht, die Open World zu erkunden, ne? Aber auch nur so weit, um zu sehen, wo ist welches Pokémon. Natürlich, ja, jetzt hat er es drauf geschafft. Am Ende hatten sie leider dann doch zu wenig, ich sag mal, Inhalt in der Welt und zu viel technische Probleme. Und ich glaube nicht, dass sie das mit den DLCs in Ordnung bringen werden. Oh, unverhofft kommt oft. Oh, das dürfen wir gar nicht. Okay. Vielleicht hole ich mal ein bisschen zu Pokémon aus. Weil ich hätte mir ehrlich gesagt in einem Spiel von einer so großen Firma ein bisschen mehr Inhalt gewünscht. Verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, dass es eine Feuerwehr gibt, die Wasser-Pokémon gerne braucht, weil sie damit besser Brände löschen kann. Du suchst entsprechende Wasser-Pokémon für die und übergibst die denen. Oder es gibt, was weiß ich, einen Mordfall und du hilfst aller... Oder Raubräuber, sonst was, und du hilfst bei der Lösung der Fälle. Und so einen ganzen Kram, ne? So Sachen habe ich mir erhofft, dass es Nebenquests, Nebenstories in der Richtung gibt, die in der Welt mit drinne sind. Sie haben sich aber weiterhin sehr stark nur auf das, ich sag mal, den Kern der Marke fokussiert und den Rest ignoriert.
Genau, so ähnlich wie die Quest von Arceus. Einfach, dass ich hier irgendwie, genau, da gab es ja auch das Bauernfeld, wo du dann Pokémon hingegeben hast, die dann beim Pflügen, beim Wässern und Co. geholfen haben. So Sachen halt. Ein bisschen mehr die Welt von Pokémon lebendig macht, dass du wirklich so das Gefühl kriegst, du erlebst hier ein Abenteuer. Eigentlich war es ja für mich vom Gefühl her nur, ja, gehst halt lang und sammelst die Pokémon ein. Das ist so eine Art Pokémon Go ohne Go gewesen, wenn du so willst. Das war halt ein Laufsimulator, ja, mit Pokémon fangen. Okay, nein. Und haben wir nicht geschafft. Ich dachte, das wäre extra dafür da gewesen. Müssen wir genau da runter, oder was? Doch gerade eben gehackt. Jetzt. Jawohl, wir haben es reingeschafft. Perfekto. Geht es auf? Das geht auf. Ja, Arceus hat mir auch besser gefallen am Ende. Auch weil es einfacher war, die Pokémon zu fangen, weil ich einfach die Bälle werfen konnte. Das hat mir irgendwie dann nochmal mehr Spaß gemacht, habe ich im Nachhinein einfach festgestellt, als so das klassische ich gehe kämpfen und fang's dann System. Ich hoffe, dass einfach so ein Ableger wie Pokémon Arceus nochmal rauskommt. Natürlich erst auf der neuen Switch-Konsole, weil ich hätte es schon gerne ein bisschen hübscher, die Welt. Und dann wird das so das Spiel sein, wo ich sage, wenn die so weitere Ableger in der Richtung bringen, mit mehr, ich sag mal, Story-Inhalten, die so ein bisschen mehr die Welt lebendig machen, dann werde ich ganz happy mit den Spielen werden. Dann ist die Hauptreihe vielleicht für mich auch einfach dann nicht mehr das, was es für mich mal war, als ich noch ein kleiner Bub war, sag ich mal. Genau, verschiedene Aufgaben mit dem Pokémon machen für den Pokémon, also für den Pokédex. Genau all das, was da so in Arceus drinne war, das war schon ein richtig schöner, bunter Mix. Was war denn das jetzt? Ach, das ist wieder so eine Plattform, wo man von weiter oben runterspringt, oder was? Oder ist hier gar nichts? Alter Schwede, der schießt aber hier auf uns. Ach, hier ist wieder Dings. Schwerelos. Naja, ist halb so wild, wir machen jetzt eh zum Außenposten. Ja, hübscher wegen... Ja, wie soll ich sagen? Game Freak kann ja nicht programmieren. Das haben wir jetzt mit dem jüngsten Ableger von Pokémon auch mal wieder gesehen. Haben wir das Symbol... Haben wir das...
Sind die nicht abgebildet, wenn wir die haben? Das haben wir gar nicht, hä? Oh. Cool. Haben wir noch was entdeckt, was wir nicht haben? Das... Ich sag deswegen, ich möchte es auf der nächsten Konsole haben und hübscher, weil ich weiß, wenn es für diese Konsole noch rauskommt, wird es nichts werden. Weil das, was Game Freak nicht kann in der Entwicklung und ihrer Engine, muss die Konsole mit ihrer Leistung ausgleichen. Ich hoffe, der Grundgedanke kommt an, was ich damit meine. Ich bin da auch an einem Punkt, wo ich sage, Game Freak hat die letzten Jahre, das ist vielleicht sogar ein bisschen kurz gesprochen, das letzte Jahrzehnt bewiesen, dass sie nicht 3D programmieren können. Da sollte Nintendo mittlerweile eigentlich mal hingehen und sagen, Jungs, anscheinend könnt ihr es nicht. Ihr kriegt hier ein zusätzliches Team zur Unterstützung. Diesen ganzen technischen Unterbau bei Game Freak mal gerade rückt. Besser macht. Weil was möglich ist, sehen wir ja an Zelda. Gut. Die haben auch wahrscheinlich länger an dem Spiel gearbeitet als Game Freak am letzten Pokémon. Müssen wir auch sagen. Game Freak hat ja immer ihre Zwischenprojekte. Die machen ja auch andere Spiele. Kriegt nur kaum jemand mit. Die haben nicht irgendwie so den Erfolg. So, der beste Teil, der muss auch in dieser Session wieder mit dabei sein. Ich lieb das. So. Ja. Oh, da ist sie schon, die Träne. Perfekt. Können wir eine Zwischensequenz uns wieder angucken.大丈夫?上の空だったけれど。すみません。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。 自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような物の記憶大丈夫あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよでもゼルダ悩み事はそれだけではないのでしょえ早く帰る方法を見つけたい でも、この時代のためにできることも考えたい。どう?どうして?ソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも、自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく、 強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様。無事に帰って、リンクさんも安心させてあげないとね。リンク?
初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に、私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。Okay, das ist also eine sehr frühe Zwischensequenz. Mir ist noch aufgefallen, der Typ hat echt viele Ohrringe. Aber gut, der hat auch 2 Meter lange Ohren, da kann man viele Ohrringe ranhängen. Warum die Zwischensequenzen auf Japanisch sind? Weil ich die Synchro auf Japanisch besser finde. Ich finde, die bringen die Emotionen und Charaktere besser rüber als die deutsche Synchronisation. Vor allem hatte ich Angst, dass bei der deutschen Synchronisation wieder diese peinliche Übersetzung mit drinne ist, wie in Breath of the Wild, wo es bei den Goronen die ganze Zeit Bro, Bruder oder was sie immer gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es Bruder oder Bro war. Im Japanischen gibt es ja das Aniki, was übersetzt Bruder, Bro in der Richtung heißt. Und ich finde, das kann man ins Deutsche einfach nicht so richtig übernehmen. Da hätte man was anderes finden müssen. Und das hat sich immer so cringe angehört, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt hier direkt auf Japanisch. Nee, ich spreche kein Japanisch, aber ich kann ja die Untertitel anmachen. Und dann lese ich das einfach. Und da ich Animes auch immer mit Untertiteln gucke und auf Japanisch, ist das jetzt für mich jetzt keine große Umstellung, sage ich mal. So. Sieh mal da. Haben wir hier noch ein Dings gefunden. Wenn ich mir das jetzt so angucke, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Kann natürlich sein, dass hier oben irgendwo noch eins ist, was wir noch nicht entdeckt haben, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele es gab. Ja, ich finde, die Japaner haben natürlich aufgrund dessen, dass Animes bei ihnen auch sehr überzeichnet und überspitzt sind, einfach es, ich sag mal, perfektioniert mit ihren Stimmen, mit ihrer Synchronisation entsprechend das darzustellen. Und diese überspitzte Darstellung, wie es meistens dann hier im Westen halt ist, kriegen unsere Synchronsprecher halt nicht wirklich hin. Zumindest nicht die heutigen. Wenn ich mir angucke, wenn man sich Dragon Ball oder Shin-Chan aus den 90ern anguckt, Halleluja, die haben das gut hinbekommen. Die haben das verdammt gut hinbekommen. Gucke ich immer wieder gerne auf Deutsch. Aber je weiter wir dann, ne, in der Zeit vorangeschritten sind, ist das nicht mehr so der Fall. Ich finde dann so lokalisierte Sachen aus Japan meistens sehr, ich sag mal, es kommt nicht an die Qualität aus Japan ran. Tatsächlich wirkt Japanisch am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, einfach weil wir es nicht gewohnt sind zu hören. Und ich bin sogar
Ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich mir versuche, einen chinesischen Anime anzugucken, kann ich nicht. Die chinesische Sprache ist so ungewohnt in meinem Ohr, dass ich auch das nicht kann. So. Deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn man dann auf einmal Japanisch hört, dass das sehr ungewohnt in den Ohren klingt. Es dauert auch eine Weile, bis man sich dran gewöhnt und dann merkt, oh, das ist ja besser. Wo ist denn die komische Dame? Wie hieß sie noch? Die mit der Brille. Ist die hier drin? Nee. Wir sollten noch hier extra zurück. Die wird doch nicht ganz nach oben gegangen sein, oder? Oder doch? Da ist sie. Pura hieß sie. Link, ich habe gehört, was passiert ist. Eine Kältewelle bei der Orni-Schlemmstein. Die Goronen verrückt gemacht haben. Schlamm, der das Wasser der Zoras verschmutzte, das sie zum Leben brauchen. Die Gerudo in Gefahr durch Gyptus und einen Sandsturm. Das war alles sicher nicht leicht zu bewältigen. Gut gemacht. Doch die Tatsache, dass an all diesen Plagen eine Prinzessin Zelda nur allzu ähnliche Gestalt beteiligt war, das lässt mich vermuten, dass all dies mit dem Kataklysmus zusammenhängt. Übrigens habe ich auch etwas zu berichten. Okay, noch eine Zwischensequenz oder was? Jetzt geht's aber ab. Ja wieder. Nicht hinunterstürzen, Prinzessin. Es gibt so viel noch zum Leben. Na, enttarnt sie sich jetzt als Ganondorf? Link, hast du das gerade gesehen? Das war doch die Prinzessin, oder? Ich wollte dir auch gerade berichten, dass ich bei Schloss Hyrule eine Frau gesehen habe, die aussah wie Prinzessin Zelda. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Ich hatte angenommen, dass sie das Schloss verlassen hätte, aber das war wohl ein Trugschluss. Wir müssen Prinzessin Zelda schnell retten. Die Soldaten und ich können Schloss Hyrule im Moment aber nicht erreichen. Also ist es wohl wieder einmal an dir. Es tut mir leid, dass ich dich immer in so gefährliche Situationen schicke, aber du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ich warte hier, komm bitte heil zurück, ja? Zusammen mit der Prinzessin. Okay, da haben wir eine Mission fürs nächste Mal. Die Episode beende ich hier. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.